Herzlich willkommen bei Radio Vom mit Sebastian Fürnhaber, dem Azubi von Alfred Gislason, wie er sagt. Und wir spielen Du hast noch nie. Ich habe nämlich gelesen auf der Website vom TSV Altenholz, dass du eine peinliche Situation erlebt hast. Die peinlichste Situation bislang für dich war, einen 7 Meter zu leger verworfen zu haben. Was war denn da los? Ja, also da habe ich halt du hast es schon gut beschrieben. Ich habe einfach ziemlich schlecht den Ball dem Torhüter direkt in die Hände geworfen eigentlich. Und das war deine peinlichste Situation? Also wir sprachen ja schon drüber, die Altenholz-Seite ist vielleicht nicht so aktualisiert worden. Da gab es schon vielleicht noch die ein oder andere peinlichere Aktion. Zum Beispiel? Ja, jetzt zum Beispiel beim Spiel THW gegen Füchse Berlin. Da habe ich, bevor ich mein erstes Bundesliga-Tor geworfen habe, ja auch einen Konter verworfen. Und das war schon ziemlich, ziemlich peinlich. Mal schauen, ich glaube, das wird dir nicht so übel genommen. Aber wir wollen mal, du hast noch nie gespielt, spielen und mal schauen, ob nicht doch noch die ein oder andere peinliche Situation mit dabei war. So, und ich gebe dir jetzt hier einen Haufen Zettel. Und da stehen einige Sätze drauf und dann darfst du mal sagen, ich habe noch nie Satz vorlesen und sagen, stimmt oder stimmt nicht. Es geht los. Ich habe noch nie vor einem Spiel durchgefeiert. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Oh, oh, oh. Magst du mehr darüber erzählen? Nein. Lass mir mal so stehen. Also, hat wahrscheinlich aber jeder schon mal. Alles gut. Ich habe noch nie Buxtehude nicht vermisst. Oh, das ist jetzt doppelte Verneinung. Das ist, also ich kann sagen, dass ich Buxtehude nicht vermisst habe. Noch nie Heimweh gehabt? Nein. Nee? Okay. Nein. Aber immer gerne wahrscheinlich wieder zurückgekehrt. Es ist schön, mal da zu sein, ja. Aber ich habe es nicht vermisst. Gut. Ich habe noch nie Lukas das Essen weggegessen. ich muss sagen, das habe ich schon. Also ich habe schon häufiger das Essen weggegessen. Und es gab auch sehr viel Streit danach. Wir haben eben schon drüber gesprochen, über das WG-Leben mit Lukas. Ja. Aber sonst hast du mal gesagt, und auch Lukas sagt das, ihr könnt nicht mit, aber auch nicht ohne einander. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also die Brüder Lukas und Sebastian ihr lebt nicht mehr zusammen, ne? Nee. Wohnen nicht mehr zusammen. Nee, habt euch getrennt, aber ja. Nur wohnungstechnisch. Wir haben noch ein paar. Ja. Ich habe noch nie ohne Backe gespielt. Absichtlich? Oder magst du Backe sehr gerne? Ich mag Backe, aber ich würde sagen, also bestimmt in der Jugend auf jeden Fall ohne Backe auch mal gespielt. Wie stehst du so zu diesen Plänen in Sachen Backeball, dieser sensationelle Hightech-Ball, der da... Also dazu muss ich sagen, ist halt jetzt, ich bin nicht einer, der super viel Backe braucht oder so, also da groß reingreift immer wieder, aber ohne Backe spielen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich habe noch nie trotz Verletzung gespielt. Das stimmt nicht. Also ich habe auch schon mal mit einer Verletzung gespielt. Ja. Was war das für einen? Ich zum Beispiel Außenbandriss, damit habe ich gespielt. Aber das ist, also meiner Meinung nach, wenn es ein wichtiges Spiel ist, im Handball normal. Also dass man da trotzdem spielt. Pokal? Zum Beispiel. Man bringt sich halt für die Mannschaft ein. Ja. Ich habe noch nie mich mit Mücke gestritten. Oh. Mannhard Bech, Trainer? Trainer in Altenholz. Also wer Mannhard Bech kennt, ist... man kann sich schon gut mit ihm streiten, aber man kann auch sich dann gut mit ihm versöhnen und ich habe mich auch schon mal mit ihm gestritten, aber das ist normal, denke ich. Alles auf positivem ja, Niveau. Ja, auf jeden Fall. Der Pep Guardiola des TSV Altenholz. Ja, Sebastian, das ist deins. Dankeschön. Über Danke. Azubi haben wir schon gesprochen. Jetzt ist noch ein bisschen Urlaub und dann wirst du hier hinter uns in der Halle spielen. Wie ist die Trainingsvorbereitung angesetzt beim THW? Es geht offiziell am 17. Juli los. Und ich habe ja letzte Vorbereitung auch schon ein bisschen miterleben können. Sehr, sehr viel Laufen, sehr, sehr viel Krafttraining. Deswegen versuche ich mich jetzt auch schon in der freien Zeit ein bisschen fit zu machen, sodass ich dann ein bisschen, sag ich mal, mit Vorsprung reingehe und nicht komplett unfit.
Und sonst bin ich super, also freue mich da total drauf und ja, habe einfach Lust darauf, die neue Saison anzugehen. Das geht sicherlich allen THW-Fans so und allen Handball-Fans. Wer Sebastian Finn aber näher kennenlernen will in Sachen WG-Leben, darüber haben wir drüber gesprochen, über das Azubi-Sein unter Alfred Gislason. Das ganze Interview mit Sebastian Finn aber jetzt bei Radio vom DE. Ich bedanke mich. Danke.